Fürst Albert II. Von Monaco. Welches Kind kommt nach wem? Fürst Albert in Plauderlaune. In einem Interview verriet er kürzlich, ob seine Zwillinge eher ihrer Mutter, Fürstin Karlene, oder ihm ähneln würden. Anlässlich seines 60. Geburtstages gab Fürst Albert II. Von Monaco, 60, der französischen Zeitung Le Figaro, ein sehr persönliches Interview, in dem er auch erstaunlich viel über seine Zwillinge Jacques und Gabriella, beide drei, preisgegeben hat. Fürst Albert, Gabriella kommt physisch mehr nach mir. Wir sind gesegnet mit Kindern, die jeden Tag eine Freude sind, schwärmt Fürst Albert. Sie sind in einem unglaublich interessanten Alter. Und obwohl Jacques und Gabriella Zwillinge sind, haben sie schon jetzt ganz unterschiedliche Charakterzüge, so wie ihre Eltern. Gabriella kommt physisch mehr nach mir, aber sie fängt an, eine starke Persönlichkeit und einen Hang zur Unabhängigkeit zu entwickeln, was mehr nach ihrer Mutter aussieht, analysiert der 60-jährige Jacques, endet Fürstin Karlene stark. Jacques, Erbprinz von Monaco, komme mehr nach seiner Mutter, Fürstin Karlene, 40. Ich finde ihn ruhiger, ich finde, dass er es schafft, sich von Dingen zu lösen und dann beobachtet er viel, erklärt das Grimaldi-Oberhaupt. Jacques sei zudem nicht so gesprächig wie seine Schwester, obwohl er allmählich anfange, auch mehr zu sprechen, so Fürst Albert weiter. Aber am Anfang war es seine Schwester, die zuerst gesprochen hat,